Auch dieses Jahr hat der Samichlaus wieder einen Haufen zu tun. Darum hat der Vicky und der Plotsch gefragt, ob sie ihm wieder helfen könnten. Als der Vicky und der Plotsch im Waldhaus vom Klaus ankommen, hören sie schon von draussen ein Zettermordio. Jetzt ist genug, wettert der Samichlaus. Du, Schmutzli, schaffst in diesem Mecken dort weiter. Und du, Schmutzli, im anderen. Das Gestürm kann ich nicht mehr hören. Ja, aber der Schmutzli hat angefangen, jummert der eine Schmutzli. Nein, das ist gar nicht wahr, sagt dieser zurück. Fertig jetzt! Muss man euch denn nur mehr gang schimpfen? Und ja, einer muss ja gang anfangen. Und zum Streiten braucht es auch gang mindestens zwei. Wenn dann der Klausensäck fertig füllt, könnt ihr euch in Ruhe überlegen, wie ihr weit Frieden machen wollt. Bevor wir dann heute oben gehen, will ich, dass ihr lang vergeht und wieder Schmutzli Freunde seid. Ist das klar? Befüllt der Samichlaus. Ja, Chef, antworten die beiden etwas durch und machen sich ganz still an die Arbeit. Endlich Ruhe, denkt sich der Samichlaus. Er schenkt sich noch einen warmen Kaffee und schaut nochmal in seinem dicken Buch durch, wer er heute alles geht besuchen am Abend. Der Vicky und der Plotsch haben das alles von draussen durchs Fenster beobachtet. Jö, die Stimmung ist auch gerade nicht so gut. Und jetzt kommen wir auch noch, sagt der Plotsch dem Vicky. Darum müssen wir uns jetzt ganz, ganz fest Mühe geben, Plotsch. Der Samichlaus soll sich nicht auch noch ab uns nerven, sagt ihm der Vicky. Ganz schüch klopfen die zwei an die Türen. Ja, was für eine Freude, der Vicky und der Plotsch. Aber kommt doch rein, es ist furchtbar kalt draussen. Der Samichlaus begrüßt sie ganz aufgestellt. Er schenkt ihnen zuerst eine warme Schocke in ein Tassel und lässt sich erzählen, was die zwei im letzten Jahr so erlebt haben. Auch er erzählt diesen zwei von sich, dass sein Kreuz furchtbar weh tut, weil er so schwere Säcke schleppen muss. Und das Buch wird auch immer dicker. Dazu kommt, dass Seseli eine schreckliche Verkältung hat und dass Heuer nicht helfen kann, den Schlitten zu ziehen. Doch hier hat der Vicky gerade eine ganz coole Idee. Wir verpassen dem Schlitten einfach Flügel, rief er gerade raus. Der Samichlaus kann gar nichts sagen. So schnell ist der Vicky losgedüsen, um die Werkzeugkiste zu holen. Der Plotsch lässt den Vicky machen. Es ist gescheiter, wenn er seine dolpatschigen Hände für etwas anderes braucht. Und so geht er zu den Schmutzlinen helfen einpacken. Du Schmutzli, fragt er ganz schüch. Habt ihr zwei Streit? Wir haben darum draussen etwas gehört. Ja, leider, sagt der Schmutzli. Ich habe etwas Blödes gesagt und jetzt ist der andere Schmutzli verrückt auf mich. Dabei habe ich es doch gar nicht so gemeint, wie ich es gesagt habe. Das könnte Plotsch auch. Manchmal gibt es wegen einem blöden Missverständnis Streit. Dabei wäre alles gar nicht so schlimm. «Da gibt es nichts», sagt der Plotsch ganz bauernschlau. «Als dass du dich gehst, entschuldigen. Einer muss ja den ersten Schritt machen, zum Frieden zu schliessen. Sag ihm doch einfach, es tut dir leid, dass du ihn verrückt gemacht hast und dass es nicht hast wollen.» Der Schmutzli drückt sich noch einen Moment, findet tausend und eine Ausrede, warum er nicht gehen sollte. Doch der Plotsch besteht darauf und so geht der Schmutzli zum anderen Schmutzli über.
Der Plotsch will noch ganz gewundrig seine Ohren spitzen, aber versteht nicht, was die zwei reden, weil es draussen sauset und summet. Er schaut zum Fenster aus und sieht einen fliegenden Schlitten vorbeiflitzen. Daneben der Vicky, der mit der Fernbedienung freudig auf- und abkumpelt. Mittlerweile hat Schmutzli den Frieden geschlossen. Die Säcke sind gefüllt und parat für auf den fliegenden Schlitten. Alles bereit zum Abflug. Achtung, Achtung! Der Samichlaus kommt!